Und herzlich willkommen in meinem Vlogmas 2023 im Podcast über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und wohne normalerweise in der Stadt, die es nicht gibt, also in Bielefeld, in NRW, in Deutschland. Heute berichte ich aber aus Leipzig in Sachsen, wo ich beruflich unterwegs bin und heute und morgen Prüfungen bei einem staatlichen Prüfungsamt für Übersetzer und Dolmetscher abnehme. Als Prüferin bin ich unterwegs zum ersten Mal in dieser Eigenschaft und bin sehr gespannt, was die beiden Tage so an neuen Erfahrungen und Erlebnissen bringen. Ich bin im Hotel. Die Aufnahmeverhältnisse sind etwas schwieriger als zu Hause, wo auch nicht so viel Licht ist, aber hier sind auch die Vorrichtungen nicht vorhanden. Ich habe das jetzt irgendwie organisiert, dass mein Telefon aufnahmefähig ist und hoffe, dass es in Ordnung so. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das WLAN hier im Hotel es schafft, das Video hochzuladen heute Abend. Deswegen fasse ich mich etwas kürzer, als ich es zu Hause, zumindest gestern, gemacht habe. Für diejenigen, die zum ersten Mal eingeschaltet haben in diesem Podcast und im Vlogmas, geht es ums Stricken und Wolle und manchmal ums Übersetzen, insbesondere ums Übersetzen von Strickanleitungen, aber vorwiegend Stricken und Wolle. Und manchmal strickbezogene und weniger strickbezogene Reisen, wie wir ja heute miterleben. Oder wie ich heute erlebe und ihr miterlebt. Wir fangen direkt mit den Adventskalendern an, weil, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was der Tag so bringt. Ich bin noch im Hotel, es ist gerade mal 8 Uhr morgens. Nach der Aufnahme packe ich zusammen und gehe los zum Frühstücken und dann geht es schon los mit der ersten Prüfungskandidatin oder einem Prüfungskandidaten. Ich weiß noch gar nicht, wer das sein wird. Ich weiß nur, dass es 3 sein müssen heute und morgen auch wieder 3. Ja, Adventskalender. Ich habe meine Adventskalender für beide Tage mitgenommen in dieser schönen Tasche von Dandelion and Dogwood. Diese Tasche kam zusammen mit dem entsprechenden Adventskalender. Wir fangen aber mit dem Adventskalender von Sakami Jans. Traditionell kann man schon fast sagen. Ach, ist doch gar nicht richtig. Ich habe ja auch Tag 11 des Vlogmas. Genau, die Kärtchen von Lani Wendele habe ich auch dabei für die entsprechenden Tage. Und ich reiße das einfach auf. Yay! Endlich ganz viel Farbveränderung wieder. Das ist ja auch das Schöne bei Adventskalendern, dass man erstens unerwartete Färbungen bekommt, zweitens, dass man auch mal monotone, mal bunte Färbungen. Aber diese ist echt schön. Ich erkenne die Farben richtig gut jetzt nur in der Kamera, weil die Beleuchtung hier bei mir noch schlimmer ist als in der Kamera irgendwie, interessanterweise. Gut, von vorne werde ich angeleuchtet. Ist sehr, sehr schön, finde ich, sehr schön. Passt auch sehr gut zu dem Rest. Ich bin auch beim Cardigan schon so weit, dass ich auf diesen kleinen Strang warten musste quasi. Also ich bin heute früh, also noch früher als jetzt, schon fertig gewesen mit allen Streifen, die da vorkommen. Und das ist mein Cardigan bis jetzt. Also ist ein bisschen schwierig zu zeigen, weil er noch keine Knopfleisten vorne hat und entsprechend dann so runterhängt mit den Nadeln. Aber ihr könnt, glaube ich, die Farben erkennen. Hier ist ja der rote Streifen. Man sieht auch da, dass das Garn handgefärbt ist und so hier und da mal Farbvarianz aufweist. Ja, sehr schön, oder nicht? Und das macht auch nichts, dass das hier 3 relativ monoton gefärbte Stränge waren, glaube ich. Jetzt würde ja dieser hier kommen. Das entschädigt wieder für alles. Sehr schön, wirklich. Also ich habe den Cardigan auch immer wieder anprobiert und ich bin sehr zufrieden bisher. Ja, sehr schön. Ich freue mich auf das Verstricken. Dann der nächste Adventskalender
Der war von Olivia und Oliver Fibers normalerweise. Das ist die Nummer 11. Auch wieder laut und krinkelig. Aha. Bei Olivia und Oliver Fibers nähern wir uns dem Sakami-Adventskalender an, muss ich sagen. Die anderen Stränge, die ich bereits rausgeholt habe, habe ich jetzt nicht dabei, logischerweise. Ich muss mal schauen, wenn ich heute Zeit habe zum Bearbeiten, dann werde ich da die anderen Farben einblenden. So, und hier habe ich einen Gutschein zu einem Rezept für so wunderschöne Süßigkeiten. Salted Caramel Brownie. Ja, sehr schön. Das könnte, also dafür könnte ich anfangen, wieder zu backen oder zu kochen. Dann Adventskalender Nummer 3. Oh, ich sehe, ich habe die falsche Nummer mitgenommen. Ich habe das falsche Tütchen für morgen. Genau, ich habe zufälligerweise für den Dalian and Dog Boot für morgen Nummer 17 mitgenommen. Das konnte man nicht so sehen. Ich dachte, das ist 12, aber das scheint 17 zu sein. Nicht schlimm, dann muss ich das zweite Tütchen halt morgen Abend erst aufmachen. Und ich hole direkt das auch. So, also, aber heute passt das, 11. Nummer 11, es wird wieder laut. Das ist ja der... Genau, irgendwie bleiben wir sehr stark beim Rosa. Ja, das ist von Dandelion and Dogwood. Da gilt das Gleiche, wenn ich es schaffe, dann schneide ich hier das Bild rein von den anderen Strängen. Also hier bleiben wir auf jeden Fall eindeutig sehr rosa. Aber das ist nicht schlimm. Ich freue mich auf das Verstricken. Ich habe ja jetzt gelernt, wie man die Farbpalette für sich selbst akzeptabler, hört sich so negativ an, aber halt so verwertbarer machen kann. Und heute habe ich ja noch den Anspruch auf den Adventskalender, auf den Tausch- und Restegarn-Adventskalender, den ich mit Nina von der Crafter's Tale tausche. Das ist, also bei ihr bin ich jetzt bei Nummer 6, weil ich immer nur an ungeraden Tagen ein Tütchen auspacken darf. Wieder laut. Ja. Ja, sie liegt komplett in meiner Farbpalette die ganze Zeit. Und das ist was Schönes, Rustikales. Gotlandwolle. Ich habe ein bisschen von Gotlandwolle bekommen, finde ich sehr schön. Also pur habe ich Gotlandwolle, gehabt. Genau, sehr schön. So. So langsam kristallisiert sich quasi die Gesamtadventspalette auch von diesem Adventskalender. Farbpalette habe ich gesagt. Ich habe Adventspalette gesagt, also Farbpalette von diesem Kalender. Da kann man auf jeden Fall eine schöne Weste draus machen, glaube ich. Ja, für mich. Das war's mit den heutigen Adventskalendern. Eine Frage habe ich in den Kommentaren bekommen zu dem Cardigan, von Desperate Housewife Cardigan von Melanie Berg übrigens. Für diejenigen, die jetzt das nicht mehr so auf dem Schirm haben, was ich hier eigentlich stricke. Ich habe auch die beiden Adventsprojekte, die ich gerade stricke, in der Beschreibung aufgeführt mit den entsprechenden Garnen. So, und ich wurde gefragt, wie ich denn die Ärmel stricken möchte bei dem Cardigan. Und also eigentlich möchte ich die Ärmel in der gleichen Farbabfolge stricken wie den Körper. Ich habe ja gestern, glaube ich, oder vorgestern, als ich für die Ärmel die Maschen abgetrennt habe und stillgelegt habe, habe ich ja kurz darüber gesprochen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, wie das so aufgeht. Ich muss mal schauen, der Graue. Genau, ich habe also die maximale Maschenzahl bei diesem Cardigan erreicht man ja, nachdem man mit allen Zunahmen für die Rundpasse fertig ist und bevor man die
Ärmelmaschen abtrennt. Ja, also ungefähr hier, wo ich schon keine Zunahmen mehr gemacht habe, habe ich die beiden, also zumindest den grauen Strang, mit der maximalen Maschenzahl verstrickt. Also sprich Maschenzahl für den Körper, die Maschen für die beiden Ärmel und für den also Rücken, Bauch, nicht Bauch, Vorderteil, Ärmel. Ja, also das heißt, mehr Maschen als in diesem Streifen wird es im gesamten Cardigan nicht geben, auch wenn ich Ärmel stricke. Das heißt, alle Stränge, die ich ab hier stricke, werden nicht komplett verwendet, beziehungsweise dieser Strang wurde auch nicht komplett verwendet. Da habe ich noch so viel übrig gehabt. Ist es da der? Ja, das ist der. Da habe ich noch so viel übrig gehabt. Das heißt, dass die Stränge, die jetzt noch kommen, auch für den Körper und die Ärmel ausreichen müssen, weil die Ärmel, glaube ich, etwas Abnahmen haben, aber keine Zunahmen. Ja, das heißt, alle Stränge, die ich hier verstricke, da bleibt noch mehr übrig als hier oben und das müsste dann für die Ärmel auch reichen. Und da werde ich dann einfach nur ein Ärmel nach dem anderen stricken. Also zuerst ein Ärmel komplett und dann einen anderen Ärmel komplett, weil ich davon ausgehe, dass die Garne, die Windstränge halt ausreichen. Ich hoffe. Ich zwischendurch, beziehungsweise ich weiß nicht, ich zweifle so ein bisschen an einzelnen Farben, weil, wobei, zum Beispiel vom Roten habe ich so viel übrig und von dem letzten, den ich jetzt nach dem Roten verstrickt habe, habe ich so viel übrig. Ja, aber dieser ist halt per Hand gewickelt, gestern von mir hier schon im Hotel. Und dieser ist zu Hause am Wollwickler gewickelt. Von daher denke ich, dass es vom Gewicht her eigentlich gleich ist. Ja, also das müsste dann halt für beide Ärmel ausreichen. Und die stricke ich dann einen nach dem anderen. Ja, und diesen stricke ich dann heute Abend. Das war's für heute früh schon mal. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass das mit den Aufnahmen irgendwie funktioniert und dass ich das alles noch, heute Abend noch zusammenschneiden kann und hochladen kann vor allem. Deswegen nehme ich lieber weniger auf als zu viel und habe dann Probleme mit dem Hochladen. Also sehen wir uns später. Nun ist es Abend. Und ja, wundert euch nicht, dass man meinen Arm sehen kann. Ich muss nämlich bei meiner provisorischen Aufnahmeeinrichtung hier ein bisschen was festhalten, damit das nicht in die Kamera so reinfunkt. Ich bin gerade erst zurückgekommen von meinem Einsatz als Prüferin bei staatlichen Übersetzer- und Dolmetscherprüfungen in Leipzig. Das war mein erster Tag als Prüferin. Ich bin ziemlich müde. Das war eindeutig viel, wie kann ich das nennen? Es war herausfordernder für die Anzahl der Prüflinge, als ich gedacht habe. Es waren heute nur in Anführungszeichen 3 Prüflinge, aber jede Prüfung dauerte ja so 1,5 Stunden. Und also die Prüflinge sind wahrscheinlich noch müder als ich oder als wir. Auf der anderen Seite hat ja jeder Prüfling bzw. jede, die geprüft wurde, nur eine der Prüfungen gemacht. Und wir Prüfer, halt alle 3 an einem Tag, das war schon viel. Ja, man muss ja mental auch immer dabei sein. Man muss immer zuhören, man muss Fragen stellen, die dazu passen in 2 Sprachen. Es war schon nicht ohne. Ich freue mich natürlich über diese Erfahrung. Morgen ist noch ein Tag und dann fahre ich nach Hause. Ich weiß jetzt nicht, was ich heute noch, also hier für euch als Strickerinnen kann ich heute nicht mehr viel zeigen, glaube ich. Ich werde auch versuchen, jetzt noch das Video quasi zusammenzufügen und hochzuladen. Das hoffe ich, wird gut funktionieren und ansonsten werde ich einfach nur stricken. Ich habe jetzt noch meinen Sakami-Strang zu verstricken in dem Desperate Housewife Cardigan und dann mache ich mit dem Rock weiter. Da bin ich ja jetzt quasi neu wieder bei dem Bündchen, weil ich neu angeschlagen habe.
Und sonst habe ich keine weiteren Projekte dabei. Und jetzt mit der Erfahrung von heute bin ich mir nicht sicher, dass ich morgen auf die Suche nach Wollläden hier in Leipzig gehen kann. Ich bin heute quasi noch im Dunkeln gestartet zu den Prüfungen und bin jetzt im Dunkeln wieder zurück. Und da ich morgen ja noch aus Leipzig zurück nach Bielefeld fahren muss, sehe ich für mich nicht wirklich großartige Möglichkeiten, noch hier spazieren zu gehen durch die Stadt. Und ich fürchte, ich werde auch von der Stadt nichts sehen, außer halt der Weg von hier zu dem Prüfungsamt, den ich zu Fuß zurücklegen kann. Und das habe ich auch heute getan. Ja, ich habe ein paar ganz kleine Aufnahmen gemacht, die habt ihr vorher schon gesehen. Ich werde sie im Vorspann einsetzen, damit ihr quasi so ein bisschen auf Leipzig eingestimmt werdet. Und ansonsten kann ich nichts mehr aufnehmen. Daher wünsche ich euch einfach nur einen schönen Abend. Es ist schön, dass ihr da seid und mit mir diesen relativ anstrengenden, aber sehr erfahrungsreichen und mit vielen positiven Eindrücken, ja, vollen Tag mitverfolgt oder miterlebt habt, sozusagen ohne dabei zu sein. Ich habe natürlich keine Aufnahmen im Prüfungsamt gemacht oder am Prüfungsamt. Das versteht sich von selbst. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.